Von Kopf bis Fuß in Flammen, auf fahrenden Autos in luftiger Höhe. Als Kind wollte Miriam Höller Actionheldin werden. Heute ist sie Europas erfolgreichste Stuntfrau. Ein Unfall bei einem Shooting veränderte alles. Sie saß monatelang im Rollstuhl. Dann der plötzliche Tod des bekannten Kunstflugpiloten Hannes Ach. Er war Miriams Partner. Auch das ist das Leben, sich zu fragen, was war mal in meinem Leben und ich habe meine Passion gelebt, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo sich etwas verändert hat. Ich bin aus diesen Schuhen rausgewachsen. Ich habe das ja alles gehabt, ich habe das alles erleben dürfen, aber ich habe das Gefühl, jetzt wartet etwas Neues auf mich. Rund 200 Schüler der neuen Mittelschule St. Martin hören ihr gespannt zu. Die deutsche Speakerin ist über die Leinwand zugeschaltet. Der Unterricht ist heute in der Diskothek im Empire St. Martin. Wir haben in unserer Schule auch Persönlichkeitsentwicklung als Schulfach heuer und da thematisieren wir auch die gleichen Themen. Und das ist eben dann großartig, wenn so eine Verbindung geschaffen wird. Man sieht natürlich da genau, dass natürlich nicht jeder die Champions League gewinnen kann. Aber man sieht da auch ganz gut, dass die Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr bemüht sind, einfach die beste Version aus sich selber zu machen. Hinter dem Projekt Learn for Life steckt Empire St. Martin Gründer Stefan Süß. Der Grund von Learn for Life war das, dass ich mich sehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und das hat mich immer weitergebracht und hat mir eigentlich sehr viel bewusst gemacht, warum mein Leben funktioniert hat, was ich falsch gemacht habe. Und durch das habe ich mal die Idee gehabt, dass wir das für unsere Mitarbeiter machen. Und irgendwann ist das dann entstanden, wenn wir das schon für unsere Mitarbeiter und für unser Netzwerk machen, dass wir es auch genauso für Schulen und Jugendliche machen. Und so ist eigentlich dann Europas stärkste Schulklasse entstanden. 50.000 Schüler aus Italien, Deutschland, der Schweiz oder Österreich waren seither im Livestream beim Online-Unterricht dabei. Die Disco im oberen Mühlviertel ist ein beliebtes Schulzimmer. Also ich finde es gut, dass man mal den Klassenraum verlassen kann. Und weil man sitzt ja immer 5 Tage in der Woche in der Klasse. Und es ist halt gut, dass man mal eine Abwechslung in den Unterricht mit einbringt, finde ich. Das ist ja das Schöne am Empire St. Martin, weil es einfach ein multifunktioneller Komplex mittlerweile sich darstellt, weil wir sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten haben hier. Das heißt, wir können nicht nur die Schulstunde wie heute machen, sondern wir haben auch Möglichkeiten für Firmenfeiern, für Weihnachtsfeiern, für Vorträge. Persönlichkeitsentwicklung ist mittlerweile auch im österreichischen Lehrplan verankert. Die zweite Schulstunde hält der ehemalige deutsche Handballspieler Jörg Löhr. Auch er ist einer der bekanntesten Speaker und Motivationscoaches des deutschsprachigen Raumes. Und rund 7.000 Schüler aus 5 Ländern sind im Livestream bei diesem außergewöhnlichen Unterricht dabei.